Geschichte in Josua Kapitel 8. Ich dachte mir, interessanterweise vor 18 Jahren ungefähr habe ich die erste, es war eine junge erwachsene Gemeinde, die ich übernommen habe als Pastor mit meiner Frau. Damals hatte ich einen riesen Afro. Ich glaube, ich hatte 16 Haare auf dem Kinn. Es war klasse, du musst dich nie rasieren damals. Es war echt toll, weißt, alle zwei Wochen mal. Und ich hatte eine Bibel, die in meiner Tasche steckte. Ich kann die nicht mehr lesen, deswegen bringe ich jetzt die Familienstudienbibel mit. Aber ich freue mich heute Morgen mit uns einfach gemeinsam Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Und heute Morgen das Thema lautet: verlorenen Boden wiedergewinnen. Verlorenen Boden wiedergewinnen. Es war der Erste Weltkrieg und die Schlacht an der Somme begann an dem 1. Juli 1916. Es war eine britisch-französische Großoffensive gegen deutsche Stellungen an diesem frühen Morgen. Befahl der alliierte Kommandeur General Douglas Haig wirklich törichterweise 100.000 Männer Richtung die deutsche Seite. Sie haben es am Anfang nicht ernst genommen. Mehrere Commanders, mehrere Colonels, Oberst meinten nach, dass das werden wir im halben Tag schaffen. Und einige haben ihren Soldaten auch Fußbälle mitgegeben, dass sie einfach den Fußball, hey, der Erste, der den Fußball in den Schützengraben von den Deutschen schießt, hat gewonnen. Aber am Ende des Tages, als diese 100.000 nach vorne ran und die Deutschen, sie waren vorbereitet, sie wussten, über 20.000 Männer an der englisch-französischen Seite starben. 35.000 waren verletzt. Die Schlacht war nicht an einem Tag vorbei, es waren 140 Tage. Die Briten hatten sogar noch Boden verloren und um 11 Kilometer verlorenen Boden wiederzugewinnen, fielen über 1 Million Opfer. 11 Kilometer verlorenen Boden kostete im Durchschnitt ungefähr 100.000 Opfer pro Kilometer. Heute werden wir auch im Josua lesen, dass verlorenen Boden wieder zu gewinnen unglaublich viel kostet. Wenn du Fußballfan bist, dann verstehst du das. Wenn deine Mannschaft für 80 Minuten lang einfach nur den Ball rumschießt und nicht aufpasst und alle möglichen Möglichkeiten versäumt, weißt du, dass es ziemlich schwer ist, in den letzten 10 Minuten Boden wiederzugewinnen. Für den Studenten, der im ganzen Semester keine Party verpasst hat, und dann in den letzten 2 Wochen versucht, alle Aufgaben in einer Woche zu nachzuholen, dann weißt du, Boden wieder zu gewinnen, ist kostbar und kostet viel und ist oft unmöglich. Viele Ehepaare haben sich und ihre Familien an Weihnachten sehr gesegnet, waren sehr großzügig und jetzt ist es März und sie versuchen immer noch, die Kreditkarte abzubezahlen. Verlorenen Boden kostet sehr viel. Ich denke mir, das ist eine von den großen, großen, bewundernswerten Eigenschaften, die Gott uns Christen schenkt. Die Möglichkeit als Kinder Gottes, auch wenn wir Boden verlieren in unserem Leben, dass Gott uns oft Stärke und Weisheit gibt, nicht aufzugeben, wieder aufzustehen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 37, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Du musst wissen, heute Morgen ist es niemals hoffnungslos. Du bist niemals allein und hilflos, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit in dein Leben eingedrungen ist. Heute kehren wir zurück zum Josua, eine unglaubliche Geschichte. Und ich denke mir, wir sehen viele Einsichten, Erinnerungen, ermutigen. Diese Geschichte wurde für unser Benefit aufgezeichnet. Es ist wirklich ein Fenster, wie gläubige Menschen Gott vertrauen können. Und wenn sie in Gottes Gnade laufen, dass Gott ihnen auch hilft, wenn sie Fehler machen, den Boden wieder zu gewinnen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Wir haben eine Geschichte von verlumpten Flüchtlingen, die Ägypten, die Supermacht verlassen haben. Und jetzt, wir lasen dann einfach ein Sieg nach dem anderen. Die ersten 6 Kapitel sind voller Riesen, Kriegsereignisse und Geschichten. Aber
Israel musste auch lernen, dass sie nicht aus menschlicher, militärischer Strategie gewinnen könnten. Nein, sie mussten ein paar Mal um eine Stadt. Das ist eigentlich militärischer Selbstmord. Aber Gott musste ihnen andauernd lehren, dass es nicht menschliche Weisheit ist oder menschliche Stärke, die wir haben, um selber zu gewinnen. Ich denke mir, die größte Gefahr ist auch für uns, wenn wir heute Morgen unseren Text anschauen. Ich werde euch ein paar Ideen geben, wie wir Boden wiedergewinnen. Aber das sollte keine Self-Help-Rede heute Morgen sein. Ich versuche hier nicht, dir einfach eine Liste aufzustellen, wie du lernen kannst, wie du verlorenen Boden wiedergewinnst mit deiner eigenen Kraft. Nein, ich denke, du wirst sehen, es ist Gott, der uns helfen muss. Ich denke mir, es gibt viele Menschen, die vor 5, 10 oder 15 Jahren in ihrem geistlichen Leben vielleicht große Fehler begangen haben. Vielleicht hast du Menschen verletzt. Vielleicht ist es schon eine lange Zeit her. Aber vielleicht bist du ja momentan, du hast Gott immer geliebt und hast ihn immer vertraut, aber irgendwie vielleicht durch eine Krankheit, durch einen Schock, kommt plötzlich eine Sucht in die Hof. Ich weiß nicht, was ist es, Alkohol, Drogen, vielleicht ist es Pornografie. Vielleicht bist du momentan in einer Situation und sagst, wow, ich wache heute Morgen auf und ich habe Boden verloren. Ich bin Gottes Kind. Ich war immer erfolgreich in meinem Glauben, aber in den letzten paar Jahren ist eben die Luft aus mir rausgelassen. Ich kann es alleine nicht schaffen. Ich habe vielleicht Fehler gemacht und seitdem her lebe ich irgendwie in diesem Verstand, dass ich ein Loser bin, ein Verlierer bin. Ich denke mir, heute Morgen, Gottes Wort wird dir zeigen, wie er dir helfen wird, in seiner Treue Boden wieder zu gewinnen. Kapitel 7 war Israels erster Versuch, einfach alleine mal eine Militärstrategie aufzubauen. Wir sehen wirklich keine göttliche Anweisung in Kapitel 7. Israel war so ein bisschen im Dunkeln und versuchte in ihrer eigenen Kraft nach vorne einen ziemlich kleinen Feind zu überrempeln. Es gab Sünde unter dem Volk und das ganze Volk musste dafür bezahlen. Und heute ist es so wie die zweite Folge von einem Film, die zweite Folge, wo Israel erfolgreich ist, und heute Morgen werden wir uns das ein bisschen anschauen. Das Erste, was wir nämlich lernen müssen, wenn wir verlorenen Boden in unserem geistlichen Leben wiedergewinnen wollen, wenn wir einfach Fehler in unserem Leben, wenn wir sündigen, das Erste, was wir lernen von unserem Text, sehen wir, ist, dass wir uns nicht fürchten müssen, denn Gott verlässt uns nicht. Schau es uns an. Josua Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Nimm alles Kriegsvolk mit dir und mach dich auf und ziehe hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai in deine Hand gegeben, samt seinem Volk und seiner Stadt und seinem Volk. Vers 1 lesen wir: Wir müssen uns nicht fürchten. Josua war ein neuer, junger Leiter, ein neuer Führer des Volks. Hier unter seiner Leiterschaft hat Israel Sünde begangen. Vielleicht selber er nicht, aber als Leiter ist er verantwortlich. Und hier im Vers 1 von Kapitel 8 spricht Gott und sagt, fürchte dich nicht. Dieses Wort zuerst ist einfach ein Zeichen auch der Vergebung, der Gnade. Gott spricht auch zu uns heute und sagt, hey, du bist mein Kind. Du musst dich nicht fürchten. Wenn du vor Gott tretest, wenn du ihm um Vergebung bittest, wenn du Fehler machst, und wir machen viele, müssen wir uns nicht fürchten. Auch wenn wir kurzfristig in unserer Beziehung mit Gott ein bisschen aufgeben oder faul werden, gibt Gott nie auf. Seine Gnade ist kostbar, nicht billig. Jesus stieg nicht auf das Kreuz, um für deine Sünden zu bezahlen und dann plötzlich nochmal aufzugeben. Nein, der Preis wurde ein und für einmal und immer bezahlt. Du musst keine Furcht haben, wenn du Gottes Kind bist. Bist du gerettet, du bist sicher, du brauchst keine Furcht zu haben. Furcht ist wirklich oft aber auch eine Manifestation des Stolzes. Oft, wenn du Angst hast, ist es oft ein Zeichen vom Stolz in deinem Herzen. Du hast Angst,
Kontrolle zu verlieren. Du hast Angst, dass du das Leben nicht selber kontrollieren und leiten kannst. Oft ist Furcht wirklich der Untergrund, ist Stolz in dein Leben. Und ich möchte dir einfach ermutigen für uns alle. Die Realität ist, wen wir fürchten, dem gehorchen wir. Und oft, wenn wir unsere Konzentration auf die Dinge der Welt tun, wenn wir Angst haben, dass wir unsere Lebensqualität verlieren oder unsere Gesundheit verlieren, wenn unser Leben immer nur ein Leben der Furcht ist, dann fangen wir auch dann diese Gefühle zu gehorchen. Und ich denke mir, Gottes Wort ist klar. Wir fürchten Gott nicht mit einer Angst, aber mit einer Ehrfurcht, mit einem Respekt. Wir müssen keine Angst haben. Und auch, muss ich sagen, wenn du in einer Beziehung bist, Angst ist ansteckend. Ehemänner, wenn du dein Hause leitest mit Furcht, wenn du selber Angst über alles hast und Panik machst über alles, wenn du ganz schnell aus dem Rhythmus geworfen werden kannst, nur wenn etwas im Leben nicht so gut läuft, du, die Furcht ist ansteckend. Und bevor du weißt, ist dein Haus ein Haus voller Angst und nicht voller Vertrauen. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort in unsere Herzen, fürchte dich nicht, gib nicht auf, du musst nicht versagen. Und übrigens, Gott musste das andauernd zu Josua sagen. Bis zu diesem Punkt, glaube ich, dreimal spricht Gott zu Josua: fürchte dich nicht. Wir sind sehr vergesslich. Vielleicht schreib es auf. Ich fürchte mich nicht, denn ich bin Gottes Kind. Ich denke mir, etwas, was dir helfen kann, wenn du jemand bist, der oft in Angst lebt oder einfach oft so ein bisschen in Panik auch Entscheidungen triffst, es hilft, wenn du zurückschaust und dich daran erinnerst, wie treu Gott war. David als Teenager vor seiner ersten großen Schlacht gegen einen Riesen, Goliath, sagte David folgendes: Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Darf ich dir einen Rat geben? Wenn du momentan in deinem Leben bist, wo du vor einer Schlacht stehst, wo du weißt, wow, es wird intensiv auf der Arbeit oder in der Ehe oder du musst durch eine schwere Situation. Schau zurück und erinnere dich an das Wichtigste, dass der Herr dir schon vorher treu gewesen ist, wird auch heute dir treu sein. Der Herr, der dich früher erlöst hat, wird dich weiter von Situationen und auch oft von dich selber erlösen. Aber zweitens, um verlorenen Boden wiederzugehen, wenn wir wieder zurück und ernst werden mit dem Herrn, oft müssen wir zum Ort einer früheren Niederlage zurückkehren. Wir sehen das in Vers 2. Gott sprach: Und du sollst mit Ai und ihrem König verfahren, wie du mit Jericho und seinem König verfahren bist, außer dass ihr die Beute und Vieh unter euch teilen dürft, aber lege dir einen Hinterhalt hinter der Stadt. Kapitel 7 ist die große Niederlage, und wenn du mal eine Niederlage erlebt hast, wenn du vielleicht im Sport mal gegen die eine Mannschaft immer verlierst, dann weißt du oft, willst du wieder nicht da zurückgehen. Am besten vergessen wir über diese Niederlage, kommen wir suchen uns einen anderen Ort aus, wo wir immer gewinnen. Aber oft, wenn wir Gott dienen, in seiner Gnade führt er uns oft zuerst zu dem Ort unserer früheren Niederlage. Ich denke, dass für uns ist das oft auch ein Reality-Check. Ich denke oft, auch das ist einfach oft, auch wenn du so christliches Fernsehen und ein paar dieser christlichen Popbücher liest, oft ist es dieses Self-Hurt. Ja, du hast Scheiß gebaut, du hast Mist gebaut, aber jetzt geh einfach weiter, leb in Sieg. Und oft nehmen wir keine Zeit zu trauern, dass wir Gott verletzt haben, dass wir andere Menschen verletzt haben. Oft müssen wir ein bisschen Zeit in unserer Niederlage verbringen und uns auch daran zu erinnern, dass Gott uns demütigen musste, dass wir Verantwortung nehmen und dass wir auch von Geschichte lernen, dass wir von unseren Fehlern lernen. Und hier lesen wir, dass Israel zurück zu dem Ort ihrer Niederlage gehen mussten. Aber die Realität war, dass diesmal sie es mit Gott tun dürfen. Ich darf dir sagen, wenn du
vielleicht eine Person bist, die oft im Kopf immer zurück in deine Vergangenheit reist und der Feind andauernd versucht, dich daran zu erinnern, an die vielen Fehler, die du gebaut hast. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du eine Brille aufziehen und du darfst in die Vergangenheit zurückschauen mit einer ganz neuen Perspektive, denn Gott macht alles neu. Gott gibt weniger zweite Chancen, nein, Gott greift in unsere Vergangenheit hinein und verändert Dinge. Er, der für uns gestorben ist, kann alles erlösen und auch die schweren Erlebnisse deines Lebens, die großen Fehler deines Lebens, Gott kann die für seine Ehre um etwas viel Besseres machen. Er ist unser Erlöser. Und wir sehen das mit dem Volk Israel. Sie müssen zurück zu dem gleichen Feind, aber sie müssen lernen, die Schlacht nicht alleine zu kämpfen. Drittens, wir lernen auch, dass wir alleine nie gewinnen können. Vers 3, Kapitel 8. Da machte sich Josua auf und alles Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte 30.000 tapfere Krieger und er sandte sie aus bei Nacht. Interessant. Der Feind war nicht sehr groß. Wahrscheinlich hätte die 30.000 nicht gebraucht. Aber ich denke mir, hier lernen wir etwas auch als Christen heute. Du kannst eine Schlacht nie alleine gewinnen. Ich kenne so viele Christen, die einfach so ein bisschen wie Schmetterlinge von Gemeinde zu Gemeinde hüpfen. Menschen, die keine kommen und gehen. Es gibt Christen, die wirklich einfach nur mit ihrem eigenen Agenda, wenn es mal passt, Gott dienen. Aber sie werden wirklich nie etwas Großes mit Gott erleben. Denn sie haben nie gelernt, das Wunderschöne von der Gemeinde Gottes. Sie haben es nie erlebt, einfach in Gemeinschaft regelmäßig und auch unter Disziplin und Zucht unter einer Gemeinde zu leben. Du kannst nicht Christ sein mit einem Alleingang. Eine One-Man-Army existiert nicht als Christ. Ich bin auch als Pastor nach fast 20 Jahren, besonders Männer, darf ich es einfach sagen, Männer denken immer noch, es ist ein Zeichen der Schwäche, wenn sie um Hilfe bitten. Das betrifft alle, aber ja, einfach heute Morgen an Männer. Was auch immer ist in deinem Leben, du versuchst es schon seit einer längeren Zeit zu überwinden. Hey, wenn es nach dem dritten oder vierten Mal nicht selber klappt, darf ich dir einen Rat geben. Du wirst nie Sieg in diesem Aspekt in deinem Leben haben, wenn du nicht um Hilfe bittest. Das einzige Zeichen der Schwäche eines Christen ist, wenn wir nie um Hilfe bitten. Euer Pastor, euer Leiterschaftsteam sind Männer, die ihr vertrauen dürft und sagen, hey, ich schaff's nicht alleine. Das ist kein Zeichen der Schwäche. Das ist ein Zeichen von Reife. Denn hier sehen wir, die Schlacht wird nie alleine gewonnen. Wir brauchen den Herrn. Und der Herr delegiert viel von seiner Kraft an anderen Menschen. Und gemeinsam als ein Körper können wir einen Krieg gewinnen. Wir wissen, der Krieg ist heute noch, der Feind in Johannes 10,10, der Feind kommt nur uns zum Töten und zum Stehlen. Der Feind will dich und will die Gemeinde zerstören. Aber wir brauchen einander, um in dieser Schlacht zu gewinnen. Nummer 4, um verlorenen Boden wieder zu gewinnen, dürfen wir nie vergessen, dass Gott die eigentliche Schlacht gewinnt. Das sehen wir in Vers 7. So sollt ihr euch auch aus dem Hinterhalt aufmachen. Also Gott gibt die Anweisung, hey, macht nicht einen direkten Angriff. Ihr müsst zwei Gruppen haben. Eine Gruppe tut so, wie als ob sie Ai angreift. Die andere liegt im Hinterhalt. Es ist so mehr eine trickreiche Militärstrategie. Und so in Vers 7 lesen wir, so sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt einnehmen, wenn der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Interessant. Josua hat 30.000 Soldaten. Der Feind ist inkonsequent. Hätte diese Schlacht wahrscheinlich mit einem Zehntel gewinnen können, mit einer guten Hinterhaltsstrategie. Aber hier erinnert Gott, euer Gott wird sie in eure Hand geben.
So oft denken wir, wenn wir erstmal erfolgreich in unserem geistlichen Leben sind, wow, habe ich es doch geschafft. Also ich bin doch ein toller Christ. Also du weißt du was, ich bete jeden Tag. Übrigens, ich faste, also momentan, hey. Ich kann nichts essen, ich faste, auch am Abend, ich fasse alles. Ja. Oft kommt Stolz wieder uns hoch, weil wir denken, wow, jetzt habe ich endlich das Rezept zu einem guten christlichen Leben gefunden, Disziplin. Oder du, ich habe diese neue Buchserie gekauft und wow, jetzt ist egal, was kommt, ich schaff's. Gott erinnert sein Volk hier vor 1000 Jahren und auch heute, dass Gott der Herr ist, der uns zum Sieg verhilft. Gott schenkt uns Demut. Auch wenn du vielleicht momentan in einer Position bist, wo geistlich, hey, du bist auf Wolke 9, alles klappt. Du betest, Gott antwortet dir. Du liest sein Wort und jeden Tag ist es spannend und aufregend. Deine Kinder hören dir zu. Dein Ehemann räumt auf, alles läuft gut. Vergiss nicht, jeder Sieg, auch der kleinste Sieg, gehört dem Herrn. Und ihm gehört die Ehre. In Vers 8 lesen wir aber auch was ganz Wichtiges. Um Boden wieder zu gewinnen, müssen wir auf die richtige Stimme hören. Vers 8, wenn ihr dann aber die Stadt eingenommen habt, so steckt sie in Brand. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr handeln. Seht, ich habe es euch geboten. Wir werden jetzt nicht mehr über die Ethik, über Krieg reden und das darf der Simon, wir haben noch genug Zeit in Josua, über die Zerstörung von Feinden, das darf der Simon anpacken. Aber hier ist sehr interessant, was wir sehen, dass sie alles nach dem Wort des Herrn tun sollen. Sehr oft, wenn wir in Zeiten des Verlustes sind, wenn wir vielleicht geistig Niederlagen erleben, sind wir oft sehr verwundbar. Aber auch verwundbar, dass wir oft die falschen Stimmen hören. Oft kommt es aus dem guten Herz, hey, ich habe Mist gebaut und momentan im Leben läuft's nicht. Und deine natürliche Reaktion ist, ich muss Leuten zuhören. Darf ich dir Rat geben? Menschliche Weisheit, menschliche Worte werden verschlagen. Sie werden dich ablenken. Wenn du momentan in einer geistlichen Schlacht bist, dann zieh zurück zu Gottes Wort und folge seiner Anweisung. Verbring Gott Zeit mit Gott. Gott spricht hauptsächlich, nicht exklusiv, aber hauptsächlich durch dein Wort. Du sagst so, oh Mike, ich bin momentan sehr verwundbar, ich bin momentan in einer Niederlage, ich würde gerne von Gott hören, aber ich habe noch nichts gehört. Ich gebe dir einen Tipp. Heute Nachmittag, fang an, die Bibel laut zu lesen und du wirst Gottes Stimme hören. Gott spricht durch sein Wort. Und in Zeiten der Niederlage oder in Zeiten des geistlichen Kriegs darf ich dir einen Tipp geben. Sei sehr vorsichtig, für was für Weisheiten du eigentlich glaubst von der Welt. Auch ein paar Christen, sie meinen es sehr gut, aber sie können dich auf die falsche Fährte locken und du wirst einfach in eine Niederlage, in die nächste Niederlage gehen. Hier siehst du den Kompass. Der Kompass zeigt immer wieder zurück auf Gottes Wort. Wenn du momentan im Stress bist oder irgendwas läuft nicht so gut, halt zu Gottes Wort. Aber die menschliche Weisheit ein bisschen lockerer in der Hand. Fünftens, um verlorenen Boden wiederzugewinnen, müssen wir auch Schritt für Schritt gehorsam sein. Das sehen wir in Vers 18. Vers 18. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke die Lanze, die du in deiner Hand hast, aus gegen Ai, denn ich will sie in deine Hand geben. Und Josua streckte die Lanze. Also, das erinnert uns ein bisschen an die Schlachten von Mose. Mose musste auch die Lanze hochhalten. Wahrscheinlich war es auch symbolisch, dass wiederum Gott durch Josua spricht und durch Josua auch leitet. Aber ich denke mal, wiederum hier sehen wir Stück für Stück diese kleinen Anweisungen. Gott spricht zu Josua, er gibt ihm nicht den ganzen Militärplan auf einmal, aber Vers 18. Ich meine, die Schlacht ist ja schon im Gange. Und Vers 18, da sprach der Herr zu Josua: Streck die Lanze aus. Oft gibt uns Gott nicht den Plan Schritt für Schritt. Oft gibt er dir einfach nur, was du für heute brauchst. Jürgen betete heute Morgen vom Psalm 119, Vers 105.
Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Damals gab es noch keine Elektrizität. Ja? Es gab damals noch keine Scheinwerfer. Es gab Öllampen. Und wenn du im Dunkeln auf einem Hügel läufst, dann siehst du mit einer Öllampe nicht genug, aber du kannst deinen nächsten Schritt sehen. Du wirst nicht die Enddestination einen halben Kilometer weit weg sehen, weil du keinen Scheinwerfer hast. Aber oft ist Gottes Wort so. Und wenn du dir viel Sorgen über deine Zukunft machst, vielleicht bist du jung und du träumst über deine Zukunft oder du sagst, oh, ich verstehe vielleicht Gottes spezifisches Berufung für mein Leben nicht oder seinen Plan für mich. Oft, wenn wir so viel Zeit in der Zukunft verbringen, oft, wenn wir so viel unsere Energie auf morgen und übermorgen und 10 Jahren konzentrieren, fangen wir an zu stolpern. Oft gibt uns Gott Schritt für Schritt Anweisungen. Wenn du eine Person bist, die momentan einfach nur in der Zukunft lebst, dann darf ich dir heute Morgen mit Gottes Wort raten. Sei treu heute. Du musst nicht beten, Gott, ich muss wissen, was morgen passiert. Wenn du heute Morgen einfach sagst, Gott, ich möchte dir heute Ehre geben. Gottes Wort wird dir zeigen, wie du in diesem Moment ihm treu sein kannst. Und wenn wir heute treu sind, Schritt für Schritt, bringt uns der Herr in seiner Souveränität, in seinem Timing zu einem Sieg. Der 6. Punkt, um verlorenen Boden wieder zu gewinnen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass Siege viel kosten. Vers 25, und die Zahl all derer, die an jenem Tag fielen, Männer und Frauen, betrug 12.000, alle Einwohner von Ai. Wir wissen schon in Kapitel 7, mehr als 30 von Israel starben in der ersten Schlacht. Wir oft musst du einfach akzeptieren, dass wenn du mit dem Herrn dienst, auch von unseren Fehlern, um Boden wieder zu gewinnen, um wieder aufrecht zu stehen mit Gottes Hilfe, gibt es Konsequenzen. Und es wird auch viel kosten. Ich habe vor mehreren Jahren eine Vorlesung gehört von einem General vom Zweiten Weltkrieg. Damals, in den 70ern, gab er diese Vorlesung bei West Point, das ist die Offiziersausbildung, Universität für die Armee in den USA. Es war ein Held, der wirklich viel in Italien getan hatte. Und er fragte diese jungen Offiziersanwärter, was ist denn gute Leiterschaft im Krieg? Und die melden sich, Entschlossenheit, Kommunikation, Mut, man muss die Feinde gut täuschen können. Ja, man muss gut reden können. Der Mann hörte sie zu, damals, er war schon viel älter, hatte Geduld. Dann sagt er, ja, das passt, das ist wichtig, aber das Wichtigste ist, sich die Trümmerhaufen anzuschauen. Er sagte, jedes Mal, wenn ihr den Berg genommen habt, jedes Mal, wenn ihr ein Dorf erobert und genommen habt, schaut zurück und erinnert euch an die Trümmerhaufen. Erinnert euch an die Kosten, deine Männer und auch die Männer deines Feindes. Ich denke mir oft, hier sehen wir wiederum, in jeder Schlacht, es wird etwas kosten. Leute werden verletzt durch unsere Sünde, durch unsere Fehler. Es gibt Verletzungen und wir dürfen das nicht so leicht übersehen. Aber auch oft, wenn Gott uns wieder auf den richtigen Weg leitet, ist die Realität, es wird viel kosten. Vielleicht steckst du momentan geistlich fest. Bist du bereit für die hohen Kosten, die es dir kosten wird, wieder zurück auf den richtigen Weg zu gehen. Wir wissen, Jesus hat den Preis bezahlt. Wir reden jetzt nicht, um irgendwas zu tun, um dein Heil wieder zurückzukaufen. Das reden wir nicht. Aber hey, wenn wir in einer Zeit in Sünde leben, wenn wir Menschen verlassen, wird es einfach viel Zeit in Anspruch nehmen und es wird uns auch viel Demut kosten, wieder das Leben wieder aufzubauen. Es braucht Zeit. Viele von euch wissen, ich habe jetzt
mehr als 15 Jahren in Kriegs- und Krisensituationen gelebt. Ich würde gerne sagen, dass als Pastor nach 18 Jahren, wow, ich bin perfekt, aber ich kann ehrlich sagen, vor 10 Jahren steckte ich in einer Krise. Paul war da. Jahrelang Mord und schlimme Dinge erlebt in Kriegs- und Katastrophenzonen. Mein Herz wurde hart, konnte nachts nicht schlafen, Albträume, traumatisiert. Aber natürlich, ich bin der Ego-Mann, der in Kriegs- und Katastrophenzonen arbeitet. Ich brauche keine Hilfe. Deswegen versuchte ich selber, mir zu helfen. Und du kannst dir vorstellen, wie toll das geklappt hat. Und plötzlich nach 2, 3 Jahren selber versuchen, mein Leben zu reparieren, nicht auf Gott zu vertrauen und auch nicht um Gott wirklich um Hilfe zu bitten und Menschen um Hilfe zu bitten, könnte ich einfach an die Trümmerhaufen meines Lebens schauen und sagen, wow, in kürzester Zeit habe ich ganz schön viel Trümmerhaufen gebaut. Und Paul kann dir sagen, Gott war gnädig. Gott hat Laura, mir war so treu, gute Freunde, Seelsorger. Gott hat mich befreit, Gott hat mich geheilt. Und ich würde dir gerne sagen, ich hatte nur ein Buch gelesen, dann war es vorbei. Ich würde gerne sagen, hey, es war nur eine kleine Tablette und dann ging alles wieder. Aber weißt du was, es waren 5 Jahre von Schlacht nach Schlacht, um einfach wieder mit Gottes Hilfe wieder auf den Weg zu gehen. Darf ich dir sagen, wenn du momentan irgendwie Niederlage erlebst, vielleicht durch ein eigenes Tun oder vielleicht für schlechte Erfahrungen, den Sieg mit dem Herrn ist garantiert. Gott wird gewinnen. Er hat schon gewonnen. Aber oft der Weg zum Sieg führt durch Tälern, führt durch Ei, wo es viel kosten wird. Aber Gott steht uns immer und ewig treu. Denn siebtens, Gottes Gnade ist immer im Überfluss vorhanden. Das siehst du in Vers 27. Doch das Vieh und die Beute dieser Stadt teilte Israel unter sich, nach dem Wort des Herrn, das er Josua geboten hatte. Gott zeigt seine Gnade in einer sehr interessanten Weise. Oft, wenn Israel in Krieg zog, durften sie nicht viel Beute nehmen. Es war oft für ein Opfer gedacht oder auch einfach strategisch, dass du nicht alle ausbeutest. Aber hier, obwohl Israel im letzten Kapitel Fehler gemacht hat, sagt der Herr, hey, teilt euch ein bisschen von der Beute unter euch. Das war Gnade da. Ein Stück Gnade. Darf ich dir sagen, wenn du dich momentan wieder auf dem Pfad zurückkehrst und du möchtest Gott einfach mit vollem Herzen dienen, dann wirst du auch wissen, dass Gnade im Überfluss für dich vorhanden ist. Und so wie ich es sehe, seine Gnade ist im Überfluss da, aber oft erleben wir es immer wieder Schritt für Schritt. Im 2. Korinther, Vers 12 schreibt Paulus, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Bist du jemand momentan, sagen wir das, hey, momentan, ich bin schwach. Körperlich schwach, psychisch schwach, emotional schwach, geistig schwach. Bist du momentan einfach, ich kann mir nicht helfen, ich bin hilflos, dann bist du momentan am besten Ort, denn der Herr sagt zu uns, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Du wirst sehen, vielleicht momentan erlebst du es oder fühlst du es nicht, aber eines Tages von eigener Erfahrung, jedes Jahr, dass ich weg bin von meiner Krise vor 10 Jahren, kann ich mehr und mehr zurückschauen und sagen, wow, Gott war gut. Jedes Jahr, wo ich ein bisschen Distanz zu meinem Schrecken, meinem Albtraum hatte, kann ich zurückschauen und wow, Gott hat auch die schlimmen Erfahrungen durch seine Gnade verändert. Und mein Rat zu dir ist, gib nicht auf, seine Gnade ist da, sie ist parat. Vertrau nicht auf deine eigene Kraft, aber er wird dir helfen. Nummer 8. Und übrigens, wir haben nicht 10, nur 9 Punkte. 5 waren zu wenig, dachte ich. 10 waren zu viel. Ich kann nicht rechnen, so Durchschnitt, dachte ich, machen wir 9. Also wir sind jetzt bei Nummer 8. Also hey, auch diese Schlacht wird bald vorbei sein. Amen. Vers 8, Kompromisse
sind nicht möglich, wenn du verlorenen Boden wieder gewinnen möchtest. Und Josua erschütterte Ai ein und machte einen ewigen Schutthügel daraus, der noch besteht bis zum heutigen Tag. Also heutigen Tag damals, als es geschrieben wurde. Ja. Und er ließ den König von Ai an einem Holzstamm hängen bis zum Abend. Als aber die Sonne hintergegangen war, gebot Josua, dass man seinen Leichnam vor dem Holzstamm herabnehme. Da warfen sie ihn unter das Tor der Stadt und errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der noch dort ist bis zum heutigen Tag. Es wird Zeiten in unserem Leben geben, da wird der Herr von uns erfordern, keine Kompromisse zu machen. Wenn du jemand bist und sagst, wow, ich bin Gottes Kind, aber in den letzten paar Monaten, meine Gedanken sind nicht so mit dem Herrn oder meine Taten sind nicht so mit dem Herrn, darf ich dir sagen, du bist in einer Zeit, wo Kompromisse nicht möglich sind. Was auch immer dich herunterbringt, lauf weg davon. Ich weiß, als ich während einer Zeit von Depression und Trauma war, ich musste sehr vorsichtig sein, mit welcher Musik ich anhörte, weil ich merkte einfach, ein Lied konnte mich zurückziehen. Ich bin Musiker, ich bin emotional, wer weiß, aber ich habe einfach gelernt, wow, in Zeiten, wo ich sehr schwach war und krank war, musste ich aufpassen, was ich getan habe für Unterhaltung. Hey, ich möchte jetzt nicht so gesetzlich kommen. Ich möchte jetzt nicht so irgendwie legalistisch sein. Hey, du musst das Gesetz, du musst alles tun. Kein Fernsehen, keine Musik, kein Bier, nichts. Aber weißt du was? In Zeiten, wo du gesund werden musst, könnte es vielleicht auch mal eine Zeit von extremer Diät sein. Vielleicht jedes Mal, wenn du in sozialen Medien bist, dann wirst du deprimiert, weil alle so ein perfektes Leben. Die sehen immer so gut aus in den Bildern. Wow, die hat drei Kinder, ihr Make-up ist immer perfekt. Die Kinder, die haben hier alle Einser in der Schule. Weißt du was, dein Kompromiss ist vielleicht, du gehst immer wieder zurück und bringst dich wieder runter. Ab und zu ist Kompromisslosigkeit wichtig und ab und zu ist eine geistliche Diät auch mal gut. Und ich weiß in meinem eigenen Leben, während dieser Zeit von Depression und Trauma, die Stimmen kamen von überall. Und ich könnte, weißt du, ein Auto könnte so knallen und ich würde zusammen schocken. Ich hatte, Silvester konnte ich nicht ausstehen wegen den Feuerwerkskörpern. Was hat mich an Dingen in Libyen erinnert? Und ab und zu ist es einfach Zeiten, wo du einfach von all dem weg musst. Um den Lärm runter oder wegzunehmen. Und weißt du was? Wenn es in deinem Haus ruhig ist und du dann Gottes Wort liest, dann hörst du ihn auch oft viel besser. Oft sind die Ablenkungen, die Feinde, wenn wir immer Kompromiss machen, werden wir nie gewinnen. Neuntens, um verlorenen Boden wieder zu gewinnen, müssen wir uns wiederum dran erinnern. Und du weißt, wow, das hast du schon vorher gesagt, Mike. Trick, ich weiß. Nummer 9, wir müssen uns daran erinnern, wer die Schlacht gewonnen hat. Vor der Schlacht müssen wir uns daran erinnern, wer die Schlacht gewinnt. Aber nach der Schlacht, wenn wir sehr stolz werden, müssen wir uns nochmal daran erinnern. Vers 30, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. So wie Mose, der Knecht des Herrn, es den Kindern Israels geboten hatte, wie es geschrieben steht im Buch des Gesetzes Moses, einen Altar aus unbehauenen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten dem Herrn darauf Brandopfer dar und opferten Friedensopfer. Oft, wenn du aus der Wüste kommst, vergisst du ganz, ganz schnell, wie schwer, wie schlimm das Erlebnis war. Oft, wenn wir aus einer Krise kommen, plötzlich vergessen wir, wie schwer es war. Und wir vergessen oft, dass es Gott war, der uns treu war. Darf ich dich heute einfach ermutigen, vielleicht auch heute, wenn du mit deiner Familie isst und ihr sitzt zusammen als Familie. Ich weiß nicht, wie ihr das als Familie zu Hause tut. Verbring einfach ein bisschen Zeit und erzähl deinen Kindern, wie treu Gott zu dir war in deinem Leben. Ich muss nicht alle Details aufzählen, aber vielleicht sagen, wow, Kinder, Mama und ich, wir können zurückschauen und sagen, wow, Gott ist treu. Auch wenn wir ab und zu mal Fehler gebaut haben, Gott ist treu. Und wisst ihr was? Alles, was wir hier haben,
jede Gesundheit, jede Freude kommt nicht, weil Mama und Papa ganz schwer dafür gearbeitet haben, aber weil Gott uns treu ist. Freunde, wir müssen diese Self-Made-Millionaire-Kultur bekämpfen. Die Idee ist, dass ich, wenn ich einmal ein bisschen mehr arbeite, dass ich reicher werde. Oder alles, was ich habe, ist halt, weil ich bin so perfekt. Ich bin einfach ein Geschenk an die Menschheit. Wir müssen das bekämpfen. Und weißt du was? Die leichteste Lösung ist, jedes Mal, wenn du einen kleinen Erfolg erlebst, dank den Herrn. Der kleinste Erfolg. Momentan sagst du, Mike, ich hätte gerne einen kleinen Erfolg. Ich brauche einen großen und einen kleinen. Wenn du einen kleinen erlebst, mach Pause und sag, wow Gott, du bist treu. Denn der Herr, der uns in der Vergangenheit treu gewesen ist, wird uns auch in der Zukunft treu bleiben. Aber so oft vergessen wir es und wir versuchen selber irgendwie die Ehre zu nehmen. Aber Gott, ihm gehört die Ehre und jeder Sieg gehört ihm, denn er kämpft unsere Schlachten. Diese Welt, Jesus versprach uns nie, dass alles leicht sein wird. Wusstest du das? Wenn jemand sagte, hey, also wenn du Christ wirst, du wirst reich sein, du wirst ein tolles Auto haben, eine wunderschöne Frau haben, life, alles wird perfekt sein. Nein, Jesus versprach das nie. Er sagte, wow, wenn ihr mir nachfolgt, es wird euch viel kosten, es wird schwer sein. Und deshalb sind wir wie das Volk Israel. Wie Israel sind wir von Feinden umzingelt. Heute sind wir auf einer Reise durch die Wüste dieser Welt. Und Josua leitete sein Volk, heute leitet Jesus uns. Und Jesus bringt uns nicht nur zu einem ganz kleinen Streifen Land in der Wüste im Nahen Osten. Nein, wenn Jesus kommt und bringt uns zum Sieg, bringt er uns in das wahre, verheißene Land. Eines Tages wird es keine Sorgen geben. Und egal wie verletzt du bist von Schlachten, egal wie viele Fehler du gemacht hast, wie viel du auch als Christ einfach missgebaut hast, eines Tages wirst du vor Gott stehen. Im verheißenen Land und keine Schmerzen, keine Trauer, keine Tränen, keine Steuern. Es wird einfach unglaublich sein. Und auch vergessen wir, dass das am Ende dieses Tunnels gibt es Hoffnung. Und obwohl in dieser Welt, es wird nicht immer leicht sein, liebe Bruder, liebe Schwester, eines Tages wirst du deinen Lohn bekommen. Und zwar nicht auf dieser Welt mit etwas, was sowieso nicht wert ist. Nein, du wirst als Kind Gottes mit ihm in Ewigkeit sein. Und darauf können wir uns heute schon freuen. Und heute Morgen werden wir gleich Abendmahl feiern. Ein Vorgeschmack. Nur ein kleines bisschen, ein kleiner Trunk, um uns dran zu erinnern, was Gott für uns in der Vergangenheit getan hat und was er für uns in der Zukunft tun kann. Und heute Morgen, egal wo du bist, wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, Gott, vergib mir, dann darfst du auch mit Paulus das Lied singen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Heute Morgen dürfen wir feiern, egal wie oft wir verlieren, Christus hat ein und für allemal gewonnen. Lass uns beten. Großer Gott, du bist der Hirte unserer Seele. Und als Hirte bist du treu, uns durch auch Gefahrenzonen zu leiten und uns zu führen. Gott, vergib uns für die vielen Zeiten in unserem Leben, wo wir stur sind. Für die vielen Zeiten in unserer Vergangenheit, wo wir unseren eigenen Weg gehen wollten. Gott, wir geben zu, dass unsere Wege immer zu Enttäuschung führen. Wir geben heute zu, dass unsere eigenen Wege oft über andere Menschen gehen und wir sie verletzen. Deswegen beten wir heute, vergib uns. Vergib uns von unserer Schuld. Und hilf uns heute Morgen in Gnade, dir treu zu sein. Behüte uns für diejenigen heute Morgen, die einfach wirklich versuchen, dir treu zu sein. Aber momentan stellt sich der Feind gegen sie auf. Überall, ich bete, großer, mächtiger Gott, bewahre sie. Erfrische sie durch deinen Geist. Ernähr sie durch dein Wort. Und beschütze sie, oh großer Gott. Und heute Morgen
haben wir schon einen richtigen Appetit auf die Zeit, wo all dies auf der Welt vorbei ist, wo es kein Coronavirus gibt, keine Furcht. Gott, wir freuen uns auf den Tag, wenn wir mit dir sind, aber bis dahin könnte es noch ein bisschen dauern und wir möchten dir treu sein. Und heute, ohne deine Hilfe, werden wir jede Schlacht verlieren. Aber wir glauben, auch mit dir können wir alles und immer Sieger sein. Und dafür brauchen wir deine Hilfe und wir laden dich heute Morgen aller Demut ein, in und durch uns zu wirken. Und dir allein gebührt die Ehre. Amen.